Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von OpenTX Weekly, HTX Weekly und ELRS Weekly ohne TX, könnte man fast sagen. Das Video, was ich jetzt heute euch zeige oder was ich heute für euch mache, das wollte ich eigentlich schon vor der letzten Folge machen. Mir fiel dann allerdings auf, dass so ein paar Grundlagen fehlen, die ich noch nicht erzählt habe. Vielleicht wissen das die meisten schon, aber in der Folge wollte ich dann jetzt doch ganz gerne chronologisch vorgehen. Deswegen also erst die letzte Folge und jetzt diese Folge. Es geht heute um Lehrer-Schüler-Systeme. Vielleicht hole ich da noch mal ein bisschen aus. Ich hatte euch in einer Folge, die ist schon sehr lange her, bestimmt 2 Jahre her oder noch länger, gezeigt, wie man 2 Anlagen so konfiguriert, dass die eine Anlage hier jetzt mal die Jumper auf der linken Seite, dass die meinetwegen als Schülersystem zu benutzen ist und die Radio Master hier das Lehrermodell. Das bedeutet, oder hat damals bedeutet und wird auch heute es so sein, dass die Lehreranlage tatsächlich mit dem Modell verbunden ist und dass die Schüleranlage wieder mit der Lehreranlage verbunden ist. Das ging damals so, dass wir dafür eine spezielle Funktion des Multiprotokollmoduls benutzt hatten. Also in der Radio Master ist ja ein Multiprotokollmodul mit dieser Langantenne hier eingebaut, zumindest wenn man diese alte Version noch hat, die ich hier habe. Dann brauchte man ein weiteres externes Multiprotokollmodul. Ich habe da jetzt momentan ein ELRS verbaut und die Schüleranlage brauchte auch ein Multiprotokollmodul. Die Details will ich natürlich hier nicht nochmal erzählen, aber so funktionierte das in etwa, kann man gerne nochmal nachschauen in der alten Folge. Was wir heute machen, ist etwas Ähnliches, aber wesentlich flexibler mit ELRS. So, jetzt brauchen wir sozusagen folgendes Setup. Natürlich brauchen wir hier eine Anlage mit einem ELRS-Modul, weil dieses ELRS-Modul soll sich letztendlich auch mit dem Modell verbinden. Diese Radio Master, die hat ja intern ein Multiprotokollmodul. Geschickt wäre es jetzt, wenn das intern auch ein ELRS ist, ist es aber nicht. Und ich denke, viele haben eben auch noch alte Anlagen, bei denen das so ist. Und es macht jetzt nicht unbedingt Sinn, das auch alles rauszuschmeißen. Es gibt einen Weg, wie man es trotzdem machen kann. Wir brauchen allerdings einen Schülersender, der ebenfalls mit einem ELRS ausgestattet ist. In meinem Fall ist es jetzt hier die Jumper C12. Die hat ja gar kein internes Modul, die hat nur den externen Modulschacht. Da steckt jetzt meine Modifikationsplatine drin, wo wir einen kleinen ELRS-Empfänger, nämlich genau so ein Modell hier, so ein Happy Model EP1 oder EP2 oder oder Radio Master RP2 oder RP1 verwenden können als Sendemodul. Ja, diese kleine Platine hatte ich auch mal in einem Video gezeigt. Gut, also hier haben wir ELRS drin und hier haben wir ELRS drin. Okay, jetzt brauchen wir für den, ich lege den Schülersender für einen Moment mal an die Seite. Wir brauchen hier für den Lehrersender ein zweites ELRS-Modul oder besser gesagt einfach nur ein ELRS-Empfänger und dazu nehmen wir diesen hier. Jetzt kommt Punkt 1 der Flexibilität von ELRS. Diesen Empfänger, den habe ich geklaut und zwar aus dieser Anlage. Da hatte ich den steckbar gemacht. Die FlySky hier funktioniert auch mit OpenTX und mit einem externen ELRS-Modul. Das war dieser Empfänger, den hatte ich als Sendemodul geflasht. Da war der hier drin. Da ich jetzt keinen weiteren Empfänger mehr in der Schublade liegen habe, habe ich mir den hier rausgeklaut. Ich muss ihn nämlich jetzt wieder normal umflashen als Empfänger. Das habe ich schon gemacht. Das zeige ich jetzt nicht mehr.
Das habe ich gemacht. Hier ist also jetzt eine Empfängersoftware drauf. Dieser Empfänger soll das Schülersignal empfangen. Also das Signal von dem hier. Im Grunde genommen herrscht jetzt also zwischen dem Schülersender und diesem Empfänger eine normale ELS-Verbindung. Nur das Signal, was aus diesem Empfänger hier rauskommt, das soll jetzt nicht in einem Modell verarbeitet werden, sondern das soll ja in dem Lehrersender verarbeitet werden. Und da freuen wir uns ganz einfach, dass wir eine Radiomaster haben. Denn an der Radiomaster, jetzt ist es ganz unscharf geworden, genau, unten an der Radiomaster gibt es zwei serielle Hilfsanschlüsse. Der linke davon ist AUX 1, der rechte davon ist AUX 2. Und wenn jetzt die Anschlüsse hier sozusagen richtig sortiert wären, dann könnte man den kleinen ELS-Empfänger hier direkt draufstecken. Ist es aber leider nicht, deswegen brauchen wir Kabel. Also hier steht ganz klein gedruckt, man kann es kaum sehen, im Video wahrscheinlich sehr schlecht. Müsst ihr auch einfach mal bei eurer eigenen Radiomaster TX16S nachschauen. Minus, also Ground, der nächste Pin ist 5 Volt, dann kommt TX und dann kommt RX. TX und RX heißt jetzt so viel wie Transmit Pin und Receive Pin. Also der rechte von den vier Pins hier ist der Receive Pin. Das ist also der Pin, an dem diese Anlage noch Signale empfangen kann. Den brauchen wir also. Bei dem kleinen Empfänger ist das leider genau andersrum. Es hätte so schön sein können. Das ist jetzt mal so ein bisschen daneben halten. So kann man es einigermaßen erkennen. Wir haben also jetzt hier ganz links auch Ground. Das würde stimmen. Dann der nächste Pin ist plus 5 Volt. Das würde auch stimmen. Und dann der nächste Pin, und das ist TX, was aus dem Empfänger rauskommt. Und das muss aber hier rechts rein in den RX-Pin. Also das ist genau vertauscht. Es wäre ja zu schön gewesen, aber wir benutzen jetzt einfach mal die Kabel und stecken die da rein. So, das mache ich jetzt mal. Grün ist bei mir Ground. Dann haben wir dieses Violette, das ist bei mir jetzt Plus. Und dann haben wir das Gelbe, das ist das Signal. Also vom Empfänger TX-Pin, um das nochmal zu wiederholen, vom Empfänger TX-Pin auf den RX-Pin von der Radiomaster. Es ist egal, ob wir die rechte oder die linke, also das ist AUX 1, man hätte auch AUX 2 benutzen können. Okay, jetzt geht es darum, das alles so ein bisschen vorzubereiten. Also zunächst einmal gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass wir einen Schülersender haben und dass dieser Schülersender euch nicht gehört. Also das ist jetzt meiner. Ich tue jetzt mal so, als würde er mir nicht gehören. Was bedeutet das? Nun, das bedeutet in Bezug auf ELS gesprochen, dass er einem anderen Reich angehört, also mit einer anderen Binding Phrase konfiguriert ist. Das ist sozusagen meine Welt und das ist die Welt von unserem imaginären Schüler. Also, hier ist jetzt meine TX16S drin. Die soll ja sich unterhalten mit dem Modell. Das ist jetzt in dieser Folge einfach dieser Radiomaster, der ER8-Empfänger. ER8. So, das ist jetzt hier also meine Welt. Das bedeutet, wir haben da auch meine Passphrase. Und das ist hier die Schülerwelt. Da kommt also der Schüler an mit seiner eigenen Anlage und die hat natürlich eine eigene Passphrase. Und da
haben wir jetzt die Jumper T12. Gut. So, der dritte im Bunde, und das ist jetzt das Interessante, ist dieser kleine Empfänger, der gehört natürlich mir. Den habe ich geflasht, also habe ich dort auch, da male ich jetzt mal eine solche Verbindung ein, weil das ja hardwaremäßig angeschlossen ist. Das ist hier unser Happy Model EP2 Empfänger. Der gehört mir. Der soll aber eigentlich das Signal von dem hier empfangen. Und das ist natürlich ein Ding der Unmöglichkeit, wie man an dieser Skizze sieht, weil die ja in zwei unterschiedlichen Welten sich befinden. Der Trick ist da, jetzt aber ein wunderschönes Feature, dass man diesen Empfänger hier verleihen kann. Und das funktioniert folgendermaßen: Man nimmt den Empfänger und schiebt ihn sozusagen temporär hier rüber und verleiht ihn. Und wenn man, wenn das nicht mehr nötig ist, also wenn die Sitzung mit dem Schüler beendet ist, dann ich schreibe es hier nochmal rein, HP EP2, dann schiebt man ihn wieder zurück. Ja, man gibt ihn wieder zurück. Also man leiht ihn oder verleiht ihn oder entleiht ihn, je nachdem, und gibt ihn wieder zurück. Ja, das heißt, der Schülersender, das kann jetzt irgendetwas sein von einem Kumpel, der natürlich dann entsprechend in einer anderen Welt sich befindet mit seinen ELS-Zeugs. Und ja, dann kann man das also rüberleihen. So, was ich jetzt mache, ist zunächst einmal so tun, als wäre dies hier ein Sender aus einer anderen Welt. Das ist ein Schritt, den müsste man jetzt normalerweise nicht machen. Aber da der ja mir gehört, tue ich jetzt erstmal so und schiebe ihn in eine fiktive Welt. Die hat dann auch die Binding Passphrase Schüler. Gut, das mache ich über Wi-Fi. Das heißt, ich schalte den hier mal ein und lasse den in den Wi-Fi-Modus gehen. Dazu nehme ich ihm jetzt im Grunde genommen erstmal das Signal weg, damit er in den Wi-Fi-Modus geht. Der steht jetzt hier auf Crossfire, also CSF. Das ist der normale Modus. Das bedeutet für das Sendemodul, es ist erstens eingeschaltet und zweitens bekommt es Signale und damit geht es nicht in den Wi-Fi-Modus. Ich kann es natürlich auch nicht ausschalten, weil dann, wenn ich hier komplett auf ausgehe, dann ist es eben aus, kriegt es keine Stromversorgung mehr. Deswegen stelle ich das jetzt hier auf PPM, dann kriegt es eine Stromversorgung, bekommt aber kein gültiges Signal vom, ja, vom Sender selbst. Und jetzt haben wir wieder unsere einminütige Wartezeit, bis das in den Wi-Fi-Modus geht. Ich weiß nicht, ob man hier hinten reingucken kann, manchmal gelingt das. Man kann erahnen, dass die grüne LED da drin blinkt. Ja, so kann man es ganz gut sehen. Und jetzt müssen wir irgendwie die eine Minute überbrücken. Ich weiß jetzt nicht, was ich da so erzählen soll. Jetzt geht es schon los. Jetzt ist er im Wi-Fi-Modus. Haben wir gut geschafft. Ja, und der ist im Wi-Fi-Modus. Lege ich mal so hin. Ich blende jetzt einfach mal über auf die Verbindung hier zu dem kleinen Sendemodul in der Jumper. Da sieht man jetzt hier, ne, also Full Duplex 2,4 GHz RX-STX, also der kleine Empfänger, der da drin ist, ist gewissermaßen umgepolt zu einem Sendemodul. Und ich ändere jetzt hier nochmal die Binding Phrase auf Schüler. Ach, das ist schon, das habe ich schon überschrieben, habe ich schon gemacht. Ist ja auch egal, was wir da nehmen. Tester.
Ah, das kann ich gar nicht mehr überschreiben, das wusste ich gar nicht. Ich könnte da beliebig eine weitere Binary Phrase geben. Wir machen erstmal ein Reset zum normalen. Jetzt bootet er wieder. So, mal eben die Minute wieder überbrücken. Also in Vorbereitung des Videos hatte ich da jetzt schon eine andere Binding Phrase eingetragen. Das habe ich gerade vergessen gehabt. Aber ihr wisst ja, meine Videos werden nicht geschnitten. Deswegen dieser kleine Fehler. Aber jetzt ist er auch schon eine Flash, also hin und her. Jetzt ist er auch schon wieder in den Wi-Fi-Modus gegangen. Okay, lege ich mal wieder so hin. Ich blende noch mal rüber. Also wir gehen jetzt einfach noch mal hier hin. Okay, gut. Und jetzt tue ich mal so, als wäre ich der Schüler und der Schüler hat seine andere Binding Phrase. Schüler, habe ich ja. Ist ja auch egal, was es ist. Eigentlich ist es völlig wurscht. Jetzt gehen wir hier auf Reboot. Jetzt hat er seine andere Binding Phrase und er ist gewissermaßen jetzt ein fremder Sender. Und dann könnte ich jetzt auch schon wieder hier das komplett anmachen. CRSF, da ist es wieder. Genau. Okay, dann gucken wir mal rein. Ja, der ist still, das ist gut. Prima. Also, das haben wir jetzt mal hier aufgesetzt. Natürlich, ein fremder Mensch hat das natürlich schon mit einer anderen Binding Phrase, also mit einer anderen Welt. Das haben wir jetzt nur mal testweise hier vorbereitet. Gut, jetzt kommen wir zurück zu unserem Videomaster. Eieiei, da ist ein ganzer Kabelverhau hier hängen geblieben. So, dann schalten wir das mal an. Da ist jetzt immer noch der kleine Fehler drin. Die Versorgungsspannung hier unten an dem, so kann man es sehen, an dem Hilfsanschluss ist jetzt schon eingeschaltet. Der Empfänger flasht also hier. Das sollte eigentlich gar nicht sein. Da gibt es einen kleinen Fehler in HTX. Der wird aber sicherlich für das nächste Release dann auch behoben sein. Wenn man nämlich sich anguckt, was hier steht, da steht eigentlich, dass die Versorgungsspannung ausgeschaltet ist an dem AUX1-Anschluss. Ich will das so hinlegen, dass möglichst keine Interferenzen auftauchen, aber das gelingt mir im Moment gerade nicht so richtig. Vielleicht geht so etwas besser. Okay, ich schalte jetzt das ein. Es bleibt natürlich ein, also eigentlich sollte das aus sein, wenn es so ist. Telemetrie verloren. Ja, genau. Und jetzt ist er wieder an. Telemetrie wiederhergestellt. Und dieser Empfänger, wir sehen das hier an dem Blinkmuster, das haben wir letztes Mal gelernt. Die Telemetrie ist wieder da, das heißt, er gehört zu derselben Welt, zu meiner Welt, zu meinem Realm. Telemetrie ist da, das heißt, ich kann ihn also auch mit dem Edge Express LS-Skript erreichen. Okay, dann starten wir mal das Skript. Okay, er sagt uns Model-ID Mismatch. Also, ich habe in meinem Modell hier 10 eingetragen. Gucken wir mal, was im Empfänger drin ist. Da ist die 63 drin. Ich benutze diese höchste ID immer ganz gerne für solche Testzwecke, dann kommt das mit nichts anderem in Konflikt. Okay. So, jetzt ist das im Prinzip hier schon ganz prima. Nur diese Verbindung über das gelbe Kabel, über die serielle Daten, die kann so noch nicht funktionieren. Denn wir gehen hier noch mal raus und gehen noch mal auf die Hardware-Einstellungen.
Hier haben wir die Art der Verbindung immer noch auf Ausstehen. Wenn man da jetzt mal draufklickt, dann sieht man, dass es also ganz verschiedene Möglichkeiten gibt, hier etwas zu empfangen oder auch etwas auszusenden über die serielle Schnittstelle. Und was uns interessiert, ist jetzt hier der S-Bus-Eingang. Das schalte ich mal jetzt hier ein. Das bedeutet, dass unser Sender über das AUX 1 ein S-Bus-Signal empfangen kann, was er dann als Schülersignal interpretieren kann. Okay, das ist erstmal so die prinzipielle Möglichkeit. Jetzt ist die Frage, wird das in dem Modell auch überhaupt ausgewertet? Und wie immer bei Lehrer-Schüler muss man dann hier unter dem Lehrer-Schüler-Tab auch noch sagen, woher kommt denn das Schülersignal? Im Moment steht da aus und wir legen jetzt hier an Lehrer über die serielle Schnittstelle, also Lehrer-Serial. Also Serial ist jetzt nicht auf Deutsch übersetzt, aber egal, wir wissen, was gemeint ist. Okay. Die Fernsteuerung sagt jetzt auch nicht, dass das Schülersignal vorliegt, denn das kann ja nicht sein. Der Empfänger ist ja noch sozusagen in diesem Realm, in diesem Reich drin und er zeigt ein Model Mismatch an. Wir können natürlich das Model Mismatch beheben, indem wir den hier auf die richtige ID setzen. Das war 63, aber das ist natürlich ein bisschen doof und nicht das, was wir wollen. Wenn ich hier auf 63 gehe, Telemetrie verloren. Telemetrie wiederhergestellt. Dann ist er jetzt vollständig gebunden, aber dann ist natürlich dieser Sender mit diesem Empfänger verbunden. Das ist Quatsch, das wollen wir nicht, sondern was wir ja eigentlich wollen, ist, dass dieser Empfänger mit dem Schülersender sich verbindet. Okay, also ich stelle es wieder zurück auf die 10. Funksignal kritisch. Da, 10. Okay, gut. So, der Zustand wiederhergestellt. Gut, jetzt brauchen wir nochmal das Bildchen. Was jetzt passieren soll, ist dieser Verleihvorgang. Also dieser Empfänger, der noch in unserer Welt ist, den will ich jetzt verleihen an den Schüler. Und auch das ist ziemlich simpel. Man weiß, wie es geht. Wir nehmen unser Express-LRS-Skript und gehen jetzt wieder auf Other Devices. Da sehen wir dann unseren Empfänger, den Happy Model EP2. Ja, und dort gibt es den Menüeintrag Loan Model. Also ich will das Modell, also sprich diesen Empfänger. Die Modellvorstellung ist ja jetzt, dass der in einem Modell eingebaut ist. Ich möchte also Loan Receiver, wäre vielleicht besser gewesen als Menütext. Den will ich verleihen. Das mache ich jetzt einfach mal. Den gebe ich ihn frei. Und Telemetrie verloren. Der bringt jetzt nur noch zweimal. Das ist das Wichtige. Die Anlage hat gesagt, Telemetrie verloren. Er ist jetzt also in dem Bindemodus. Jetzt kann ihn jeder binden im Grunde genommen. Muss ich natürlich zusehen, dass mir da jetzt keiner dazwischen kommt. Aber so ist das eben beim Binden. Jetzt muss ich den Empfänger mal kurz an die Seite legen und bei dieser Anlage auch das Express-LRS-Skript starten. Ich starte das Express-LRS-Skript und gehe jetzt hier auf den Menüpunkt Binden. Das heißt, ich hole mir den Empfänger, der jetzt gerade im Bindemodus ist. Das ist passiert. Und er ist gebunden. Prima. Okay, dann gucken wir noch mal gerade, was ist hier eingestellt. Model Match ist off. Okay, ist jetzt in Ordnung. Wir haben das besprochen mit dem Model Match. Man könnte jetzt hier auch noch eine Model ID eingeben und so weiter. Das lassen wir jetzt mal weg. Ist ja jetzt nicht wirklich wichtig, weil es genau um diese Verbindung hier geht. Also wir haben den Empfänger jetzt hier rüber übertragen und die beiden sind jetzt miteinander verbunden.
Okay, dann gehe ich jetzt erstmal hier wieder raus aus dem Skript. Lege das mal für einen Moment wieder an die Seite. Gut, jetzt empfängt dieser schon die Signale von dem Schüler. Und damit kann unsere Fernsteuerung aber hier noch nichts anfangen. Denn eine ganze Kleinigkeit haben wir vergessen. Und ich gehe jetzt nochmal hier auf Express LLS. So ein Mist. Wir müssen das ganze Spiel nochmal rückgängig machen, weil ich komme jetzt an meinen Empfänger nicht mehr dran. Ich muss noch an dem Empfänger hier was einstellen. Aber das ist auch gar nicht schlecht. Ich hoffe, dass ihr jetzt nicht den Überblick verliert. Wir besprechen mal kurz den Rückweg. Wie kriege ich den Weg jetzt hier wieder zurück? Also nehmen wir mal an, der Schüler wäre jetzt fertig und er möchte diesen Empfänger jetzt wieder zurückgeben. Das heißt, wir gehen wieder in das Express LRS-Skript. Das ist jetzt ganz einfach. Können wir das schon mal besprechen? Das hätte ich jetzt eigentlich erst am Ende gemacht. Aber das machen wir jetzt. Ich gehe auf den Empfänger, also Other Devices. Ich gehe auf den Empfänger AM EP2400 und warte, bis das Menü sich aufgebaut hat. Und da sage ich jetzt Return Model. Also ich gebe den Empfänger wieder zurück. Und das ist passiert. Telemetrie wiederhergestellt. Er ist jetzt wieder in diesem Realm. Hat zwar nicht diese richtige Model-ID, aber das spielt jetzt erstmal gar keine Rolle. Wir kommen auf jeden Fall an den Empfänger wieder dran. Den müsste ich jetzt hier sehen. Und da Other Devices, da ist er wieder. Ich hätte das natürlich auch von dem anderen Sender machen können. Ich bin auch blöd. Naja, jetzt machen wir es von diesem. Das, was dieser Empfänger hier rausgibt an dem gelben Pin, das ist jetzt natürlicherweise ein Crossfire-Protokoll. Das ist auch in den meisten Fällen in Ordnung, denn dieser Empfänger, so klein wie der ist, der wird ja normalerweise an einen Flight Controller angeschlossen oder manchmal auch wie bei mir an so einen Cruise Controller, da sitzt ein kleiner Empfänger drauf. Auf jeden Fall kommt da Crossfire raus. Damit kann aber die Radio Master erstmal nichts anfangen und wir müssen das umstellen auf S-Bus. Funksignal kritisch. Genau, jetzt hat er das gemacht. Jetzt müssen wir aber das mit dem S-Bus nochmal verstehen. Das ist auch so eine schwierige Geschichte. S-Bus ist zwar ein serielles Protokoll, aber wenn man sagt S-Bus, meint man damit, dass das serielle Signal in seiner Polarität vertauscht ist. Unsere Radio Master kann aber hier unten an dem Pin nur ein nicht invertiertes, also ein nicht vertauschtes Signal empfangen, ein Normalsignal. S-Bus ist vertauscht. Die Radio Master erwartet ein nicht vertauschtes Signal. Das passt also nicht zusammen. Glücklicherweise gibt es aber hier in dem Menü auch die Einstellung Inverted S-Bus. Ja, jetzt haben wir langsam Knoten im Hirn. S-Bus ist in seiner Polarität vertauscht. Invertiertes S-Bus, also ein invertiertes S-Bus, ist also im Grunde genommen ein S-Bus-Signal, was in seiner normalen Polarität oder was in Normalleerpolarität vorliegt. Und das kann die Radio Master verstehen. Also hier muss Inverted S-Bus eingetragen werden. Okay, jetzt kommt hier auch das richtige Signal raus. Gut, also das kleine Experiment da mit dem Verleihen, das machen wir jetzt nochmal von vorne. Verleihprozess. Ich gehe wieder auf Other Devices. Ich hätte da jetzt nicht rausgehen müssen aus dem Menü. Ich mache es aber trotzdem mal gemacht, damit wir diesen Zyklus noch einmal durchführen. Ich hätte also gleich hier auf Inverted S-Bus stellen müssen. Jetzt verleihe ich das Modell oder den Empfänger. Okay. Er blinkt. Telemetrie verloren. Ja.
Ja, wir sind jetzt, wie gesagt, aus dem Realm raus, sind jetzt hier sozusagen im Niemandsland und der Empfänger flasht zweimal. Er ist also im Bindemodus. Und ich muss jetzt hier auch das Express-LRS-Skript starten und gehe jetzt hier auf Binden. Und ja, piepst auch wunderbar, schwuppdiwupp. Also wir haben hier gebunden. Jetzt kann ich das Skript auch verlassen. Okay. Gut. Dann gucken wir mal hier. Ich gehe auch hier mal raus aus dem Skript. Komplett auf die normale Oberfläche. Ich ziehe jetzt einfach spaßeshalber mal das gelbe Kabel raus. Schülersignal verloren. Und stecke es wieder rein. Schülersignal wiederhergestellt. Also damit sehen wir schon, dass das Schülersignal ankommt. Jetzt ist die Frage, was macht die Radio Master damit? Gehen wir mal in die Modellkonfiguration hinein auf unsere Inputs. Das habe ich hier schon auf Trainer 1 umgestellt. Also hier kann man Trainer 1 wählen. Hier ist auch so ein Shortcut. Das da mit diesen zwei Köpfchen. Das da. Ne, das war jetzt falsch. Da wähle ich vom Trainer-Input Kanal 1. Also S-Bus liefert 16 Kanäle. Also es gibt vom Schüler zum Lehrer werden alle 16 Kanäle übertragen und ich wähle davon den Kanal 1. Und wir achten mal hier auf den Monitor. Wenn ich jetzt also hier dran bewege, dann geht er also tatsächlich hin und her. Das sieht man. Okay, damit ist die Verbindung klar. Gut, jetzt schalten wir unser, also alles, alle Vorbereitungen sind jetzt getroffen, wobei das war natürlich jetzt viel, viel mehr, als man normalerweise macht. Um einen Schülersender in Betrieb zu nehmen, wäre jetzt nur nötig gewesen, den Verleihschritt auszuführen. Ich schalte jetzt hier das Modell ein. So. Telemetrie wiederhergestellt. Okay, der ist jetzt also tatsächlich verbunden. Und wenn ich jetzt hier am Schülersender was mache, dann funktioniert das auch. Okay, also die grundsätzliche Funktion ist jetzt hergestellt. Natürlich ist es so für eine Lehrer-Schüler-Verbindung, dass man gegebenenfalls natürlich die Schülerverbindung schaltbar machen möchte für bestimmte Kanäle. Das macht man typischerweise mit den Schaltern. Das heißt, man macht sich eine Input-Konfiguration oder eine Mischerkonfiguration, die mit den Schaltern entsprechend umgeschaltet wird. Aber dazu gab es ja auch schon mal Folgen bei mir im YouTube-Channel. Könnt ihr da nochmal nachschauen. Man kann natürlich auch grundsätzlich mit den Spezialfunktionen Lehrer- und Schülerbetrieb ein- und ausschalten. Das geht auch. Prima. Ja, so, und um das nicht zu vergessen, jetzt muss natürlich am Ende der ganzen oder am Ende des Tages müssen wir den ausgeliehenen Empfänger wieder zurückgeben. Das haben wir eben schon gemacht, aber ich mache es der Vollständigkeit halber jetzt nochmal. Dazu ruft man das Express-LRS-Skript auf und geht in das Menü von dem Empfänger. Und da gibt es den Punkt, haben wir hier eben schon gesehen, weil ich es eben falsch gemacht hatte, Return Model. Schülersignal verloren. Ja, klar, da kommt natürlich jetzt nichts mehr. Und der Empfänger ist jetzt wieder in der in dem Ursprungsrealm, also in meiner Welt, blinkt dreimal, ist also halb verbunden. Deswegen, weil natürlich der andere Empfänger mit der richtigen Modell-ID jetzt hier verbunden ist. Genau. Ja, eigentlich wunderbar.
Der einzige Punkt ist natürlich, ich sage es nochmal, da ist ein kleiner Bug im HTX. Selbst wenn wir jetzt hier die Stromversorgung ausschalten von dem kleinen Empfänger und wir schalten die Fernsteuerung aus und später wieder ein, dann ist das trotzdem wieder eingeschaltet. Das ist ein kleiner Bug, aber der wird sicherlich demnächst auch im Release, im fertigen Release 2.10 dann auch entfernt worden sein. Gut, also Schüler-Lehrer-Konfiguration über Express LRS eigentlich ganz easy. Wenn man sich das jetzt nochmal so nach einem kleinen Verdauungsspaziergang nochmal zu Gemüte führt, was man hier gemacht hat, dann tauchen zwei Fragen auf. Frage Nummer 1 ist, wie ist es eigentlich möglich, dass ich mit einem Sender dann auch zwei Empfänger steuern kann? Kurze Antwort, natürlich ist das möglich. Das ist die Frage halt, wie geht's dann? Und die andere nächste Frage ist, wäre es eigentlich auch möglich, einen Lehrer-Schüler-Betrieb zu machen, wobei dieser Empfänger, den wir vorhin verliehen haben, wobei dieser Empfänger in dieser Welt verbleibt? Auch da ist die kurze Antwort, ja, das ist möglich. Es ist aber, denke ich mal, konzeptionell auch nicht so gedacht. Es ist ein bisschen tricky, weil man dort tatsächlich auf die Einschaltreihenfolge achten muss. Deswegen will ich das jetzt gar nicht thematisieren. Also das Thema der nächsten Folge wäre dann zunächst einmal, wie steuere ich mehrere Empfänger von einem Sender in einer Welt? Denn das ist ja ein Anwendungsfall, der für die Funktionsmodellbauer auch sicher von ganz großem Interesse sein dürfte. Okay, das war's mal zu dem Thema Lehrer-Schüler-System und dabei haben wir wieder eine ganze Menge grundsätzlicher Fragen geklärt, wie das bei Express LRS so alles funktioniert. Dann hoffe ich, dass nicht so viel unklar geworden ist, dadurch, dass ich mich einmal vertan habe, aber meistens ist das, wenn man sich vertut, so im Livestream eher dazu geeignet, ein besseres Verständnis nochmal hervorzuheben, ja, weil man es dann ja doch nochmal richtig machen muss und die Auswirkungen des Falschen dann auch zeigen kann. Okay, dann danke ich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht und wir sehen uns bald wieder. Ciao!